rechts ist böse. Ja, das ist das, was in mir konditioniert immer wieder zutage tritt. Wenn jemand anfängt, über seine politische Ideologie zu reden und diese ist rechts, das heißt sehr auf Abgrenzung bedacht, Nationalismus und ja, generell so ein bisschen Fremdenfeindlichkeit und Traditionalismus, all diese konservativ sein, all diese Dinge, die führen bei mir dazu, dass ich denke, boah, das ist nicht mein Ding, das ist, finde ich nicht gut. Das ist aber ausgehend meinem Idealbild, meiner Überzeugung, ist das quasi in mir irgendwo verankert. Das ist eine selbstgewählte Konditionierung. Ich habe mich informiert darüber und im Laufe des Lebens bin ich dazu gekommen. So, und dann passiert Folgendes. Wenn dann jemand einen rechten Kommentar abgibt auf meinem Kanal, erstmal rechts und links, das ist jetzt nicht irgendwie objektiv gesehen böse oder gut. Ja? Es wird nur von unserem Gehirn, von unserer Überzeugung als gut oder schlecht eingeteilt. Jemand, der rechts ist, der sagt, boah, linke Zecke oder dummer Hippie. Und jemand, der am linken Spektrum eher zu Hause ist, der sagt dann, wenn er unreflektiert ist, ey, du Nazi oder ja, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe dann in mich dann mal reingehört bei diesen Kommentar oder Kommentaren, wenn sie kommen. Und ich habe in mir festgestellt, dass ich da sehr gut unterscheiden kann mittlerweile, dass eben genau diese Konditionierung oder diese Ideologie ist nicht der Mensch. Der Mensch an sich ist nicht das, was er denkt, sondern der Mensch ist viel mehr. Und das ist so wichtig, denn den Menschen, den liebe ich. Wie könnte ich etwas nicht lieben, was ich selber bin? Denn das ist meine Erfahrung, dass wir eben alles sind. Was sich für viele im Verstande sehr, sehr abstrakt anhört und wo man auch eine abstoßende Haltung gegenüber hat, ist für mich eine Sache, die habe ich erfahren. Und das ist für mich, das ist dadurch, dass es meine Erfahrung ist, ist es auch meine Wahrheit. Und ich kann die auch formulieren, ohne dass sich das für mich schlecht anfühlt. Ich liebe also den Menschen. Und seine Ideologie, die liebe ich nicht. Vollkommen in Ordnung. Und ich kann oder ich erfahre, wenn ich darüber nachdenke, auch, dass diese Ideologie gerade im rechten Spektrum häufig aus Ängsten oder aus Unzufriedenheiten herrührt. Und das ist eben die Grundlage. Die Menschen sind ängstlich und sie sind unzufrieden. Und wie kann ich mich dann hinstellen und sagen, hey, du bist ein Idiot. Nur weil du Angst hast oder weil du unzufrieden bist. Der Mensch ist angsterfüllt oder der Mensch ist unzufrieden. Und deswegen liebe ich ihn nicht? Nein, das macht keinen Sinn. Und das entspricht nicht meinem Glauben oder meinem Herzen, wie ich fühle. Das ist ja genauso wie, wenn mein Kind von der Schule kommt und sagt, heute hat mir jemand Prügel gedroht und ich habe Angst, dass er mich verprügelt. Dann sage ich nicht zu ihm und sage, hey, du musst keine Angst haben, ist sehr unwahrscheinlich. Kinder labern viel und dann kommt nichts. Sondern er darf die Angst haben. Er hat sie ja. Warum sollte er sie nicht haben? Und sage, okay, du hast Angst und nimm einfach das Gefühl des Kindes an. Und genauso kann ich auch annehmen, wenn jemand sagt, scheiß Ausländer und Ausländer nehmen uns die Jobs weg und was auch immer. Ich kann das annehmen. Ich kann das annehmen und sagen, okay, es ist deine Ideologie ausgehend deiner Unzufriedenheit oder eben auch deinen Ängsten und natürlich auch deinen Erfahrungen. Viele haben ja Erfahrungen und tun dann Erfahrungen, die sie selber gesammelt haben, mit Menschen, mit Ausländern in dem Fall. Das übertragen wir dann alles auf alle Menschen. Ne? Wir sind ja oft und gerne dabei, eigene Dinge, die wir erfahren, auf alles andere zu übertragen. Deshalb gibt es auch so viele Kriege im Ernährungsbereich. Für den einen funktioniert eine Ernährungsweise sehr gut und für den anderen nicht. Für den funktioniert etwas anderes ganz gut. Und dann diskutiert der eine mit dem anderen und sagt, das tut gut und ihm tut das gut. Aber vielleicht tut ihm jeweils das einfach gut und dem anderen eben nicht. Und dann ist das so. Aber in den seltensten Fällen kann dieser Kompromiss tatsächlich dann auch eingegangen werden, dass man sagt, okay, ich lasse deine Meinung so stehen, es tut dir gut, das finde ich schön, Hauptsache du bist glücklich, ich liebe dich. Naja,
Jedenfalls bei dem rechten Gedankengut ist es so, dass ich diese Menschen tatsächlich annehmen kann. Und ich muss sie auch annehmen, weil in meinem Freundeskreis, würde ich sagen, sind durchaus mindestens die Hälfte, die ein rechtes Gedankengut haben. Das sind ganz liebe Menschen, aber sie sind angsterfüllt. Sie sind voller Angst. Und daraus erwachsen dann solche Abgrenzungswünsche oder das, also die Sicherheitsbedürfnis. Keiner soll mehr reinkommen in unser Land. Kein Kontakt mit anderen Kulturen. Die könnten uns ja irgendwie den Kopf abschneiden. Ne? Weil da gibt es ja diese islamischen Staat, die jeden den Kopf abschneiden. Und deswegen ist jeder, der ein Kopftuch trägt, jemand, der mir den Kopf abschneiden will. So ungefähr. Ne? Das ist überspitzt formuliert, aber es trifft leider, zumindest emotional gesehen, ziemlich den Kern. Und überträgt das, diese Ängste in Bezug auf eine Gruppe, auf alle, die man in diese Gruppe einordnet. Obwohl das überhaupt nicht korrekt ist. Und für mich dann eben auch wichtig ist, und das liegt dann persönlich bei mir, mit meinem Leben möchte ich etwas erreichen, ich möchte Menschen anregen, bewusster zu werden. Und das heißt nicht, dass sie in irgendeiner Weise sich so entwickeln, wie ich das möchte, sondern sie sollen sich einfach bewusst für das entscheiden, was sie möchten. Und das muss eben nicht meiner Ideologie entsprechen. Wenn sich ein Mensch bewusst dazu entscheidet, Fleisch zu essen, wenn sich ein Mensch bewusst dazu entscheidet, andere Menschen umzubringen wegen seiner Religion, wenn sich ein Mensch bewusst dafür entscheidet, sich selbst umzubringen, wenn irgendwas er entscheidet und macht das, so, dann kann ich das einfach so annehmen. Ich muss das nicht gut finden, aber ich kann das einfach so annehmen, was er sagt. Und ich kann natürlich, wenn derjenige zum Beispiel jemand umbringen will, kann ich mit meiner Ideologie dazwischen gehen und sagen, hallo, du bringst den nicht um, ich bin stärker als du, ums, kriegst einen auf den Kopf und ich hole die Polizei. So, das kann ich machen. Aber ich kann trotzdem erstmal die Ideologie annehmen. Ich muss ihn nicht deswegen verurteilen oder diskreditieren. Und das fühlt sich einfach besser an. Natürlich ist dann ein höherer Aufwand vonnöten. Weil ich ja die eigene Konditionierung, was ja immer so eine Bequemlichkeitszone ist, ja, immer wieder auch ein Stück aufheben muss. Aber das gehört zu einem bewussten Leben dazu. Und das ist das Leben, was ich gewählt habe. Also von daher, ja, Inspiration für euch. Versucht die Menschen, die nicht eurer Ideologie entsprechen, einfach mal anzunehmen. Einfach mal anzunehmen und stehen zu lassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.